Yes! Ja, ich sollte noch was spielen. Das hat sich nämlich Codemasters damals. Holy shit! Das hat sich Codemasters nämlich damals lizenzieren lassen. Dieses coole Saxophonstück. Alter. Okay, ohne V-Sync macht Toka keinen Spaß mit der GeForce 2 Ti. Du hast ja überhaupt keine Zeit. Du hast ja überhaupt keine Zeit, das Spiel zu bedienen. Okay, für Toka sollten wir V-Sync aktivieren. Ist die GeForce 2 ein bisschen schnell für. Was macht denn Auto-Select? Wo ist ein Toka? Ich sehe Toka nicht mehr. Bing! Wo ist Toka? Da unten. Wise choice. Über Toka Commander. Konstrukteur Smische! Komm, wir fahren Vauxhall, wir fahren Opel. Silverstone, damit ich auch nicht weiß, wo es lang geht. Es ist am Pissen! Yes, mate! Da geht's nicht lang.
Das war eine Top-Runde. Dreizehnter. Alter, du Idiot! Good night, Dr. Devil. Yo. Ja, noch weiß-rot, ja. Das fährt sich schon geil mit Gamepad, muss ich sagen. Ja, leichter Riss da vorne drin. Oh shit, die Bremszone. Ah, das ist nach hinten gucken, dann guckt er in den Rückspiegel. Das ist so geil. Das ist ein guter Fact, ja, Epic. Als hätte er das schon mal gemacht.
Glückwünsche! Rennen gewonnen auf Silverstone. Ein Anfänger-Schwierigkeitsgrad. Sie können diese Strecke spielen auf fortgeschrittenen Schwierigkeitsgrad. Geil! Sie können Menü nicht steuern. Gewitter. Stabiles Gewitter. Umlaute ausverkauft, ja. Great Britain. Gewitter in Neuss? Yes! Oh, shizzle a whistle. Albi, danke dir für Prime. Weltklasse. Jetzt habe ich auf den Chat geguckt. Also Retro-PC-Auftragsbaut, meinst du? Ist halt nicht ganz billig, ne? Ist halt leider viel Arbeit mit den alten Kisten. Ich habe eigentlich eine Expertenmeisterschaft am Laufen, ne? Hatte ich zumindest mal angefangen mit Lenkrad. War knapp, aber ging. Meine Lüfter rasten aus. Eine Runde noch. Nur kurz geliftet. Da vorne ist der Markenkollege.
Schade. Das war das Podium. Das war ein geiles Rennen. Das war gut, ey. Ja, Tucker 2 ist großartig. Das war auch nochmal ein guter Lauftest für die Möhre, ne? Dass das funktioniert. Also ich habe ja eine Handvoll CRTs. Einige kommen auch mit CRTs. Aber natürlich sind auch LCDs dabei. Weil man halt schnell mal Probleme, ne? Sogar Netcraft da drin. Also, Grafikbug einmal raus, wieder rin. Habe ich auch die Kameras gesetzt oder was? Muss ich ja. What the hell? Jetzt mit Gamepad Counter-Strike. Yo! Für den Gigahertz performt das schon geil hier hinten. GeForce 2 regelt. Huch! Retro-LAN ist eine gute LAN. Kennen Sie diesen Mann? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Wer ist das? Der Mann ohne Kinn. Ja, Laila muss ich auch noch warten. Ne? Laila! Er plätschert ja sogar hier.
Wo haben wir denn? 5 nach 6. Zeit fürs Bett. Hätte noch einen Adlon Thunderbird eingegärt. Was wäre da eine gute GPU dafür? Ja, guck mal, sowas wie eine GeForce 2 hier, GeForce 4 MX. Wenn man auf Voodoo steht, eine Voodoo 3. Ja, 9.6 Pro ist was Praktikables, wo man wahrscheinlich rankommt, was wahrscheinlich funktioniert. Ja, der Rechner hat eine Macke, er vergisst die BIOS-Settings. Aber zum Glück sind die Jumper jetzt gesetzt, dass die CPU immer richtig läuft. Also insofern halbe Miete. Very nice. Front-USB erweitert und Original-Sticker. Weltklasse. Das ist der Retro-PC Nummer 1. Pentium 3, 1 GHz. 256 MB RAM. Jetzt eine GeForce 2 Ti. Ja, vorhin steckte noch ein 1000er Celeron drin. Jetzt ein 1000er P3. Voodoo-Karte mit Voodoo-Preise, ja. Lohnt sich im Prinzip nicht. Es sei denn, man ist absoluter Fan von Unreal Engine-Spielen aus der Zeit. Für die ist eine Voodoo geil, aber ansonsten lohnt sich das nicht so richtig. Dafür sind die Voodoos dann wieder für die dritte It-Tech nicht so gut und machen keinen richtigen Spaß da. Und dann Prost. Ja, das war mal eine schöne Optimierung noch. Es bekam mich so. Ich dachte, ey, du hast doch noch ein Gigahertz P3. Nutz ihn doch. Und ich glaube, hier war noch einer, ne? Einer, der ein bisschen mehr Strom zieht. Lecker Filterwasser. Ich kann nicht meckern. Bisweilen. Ich kann nicht meckern bisweilen. Haben wir nicht noch irgendwo noch einen Zuzzle? Im ersten ist ein Zuzzle. Der Dingens hat einen Zuzzle. Der hat einen Zuzzle, der Mundtrop-Ritter PC. Aber da ist auch ein Gigahertz P3 drin. Halt eine Voodoo 3 2000. Ja, okay. Dann ist die Nummer 12 ein Zuzzle. Auch mit einer Voodoo 3 2000. Das ist ein normales Zuzzle 2. Dann das Zuzzle FX vom Jimbo des Systems. Wollte ich auch nochmal im Prinzip an die Voodoos ran, wollte ich mal gegen gleichwertige ausprobieren. Ich glaube, das war's mit den Zuzzles, ne? K7M, K7VT2. Ja, mein Voodoo 5 System muss auch noch frisch gemacht werden, fit gemacht werden. Ein paar Retro-PC-Nummern sind auch auf jeden Fall noch frei, die zwischenzeitlich mal vergeben waren, aber jetzt nicht mehr existent sind. Na, guck mal, in meinem Würfel steckt auch noch ein Pentium 3 1 GHz, also den könnte man da theoretisch auch noch entwenden, wenn man irgendwo anders eine Verwendung dafür hätte. Ja, Madcross-PC ist nicht hier, Mattis-PC ist auch nicht hier. Der hat heute auch irgendwie erst Liefer und dann hat er Stress gemacht bei ihm zu Hause. Hat er heute mal kurz ausprobiert. Man weiß es nicht. Pentium 3 933, 133 FSB, der Blaumann. Der Blaumann mit der GeForce 2 GTS, der hat einen 933er drin. Naja, dann kann er auch den 933er behalten. Der muss nicht einen Gigahertz kriegen. Das ist okay. MT2000 Delta 125 Asus Medium ZUF 4XCM TNT 2 Pro Windows ME Windows ME also Windows ME System. Einen haben wir auf ME gebaut, ne?
Den Vario, den habe ich auch schon fertig gemacht, aber das war Offstream, ja. Athlon XP 2000. Mit einer Radeon 7200, okay. Spannend, spannend. Was es nicht alles gibt. Nice. Pentium 3, die meistproduzierte CPU. Savage 4 Karten so teuer geworden. Hab noch eine Voodoo 3000, die noch unter 30 Euro gekostet hat. Ja, nice. Ja, Savage Karten sind teuer geworden. Ja, wundert mich alles nichts mehr. Ja, die sind alle bekloppt. Da kann man echt nur hoffen, dass man irgendwo noch eine Sammlung hat, wo man irgendwie drankommt. Hast du ein paar Voodoo 2 Karten, dann heiliger Gral. Stimmt, ich wollte mal gucken, ob hier noch eine Voodoo 2 in der Schublade liegt. Ich bringe mal die CPUs weg. Da war ich mir nämlich nicht mehr sicher, auch wegen dem Jimbo-PC. Walter, es wimmelt von Loop-Through-Kabeln in dieser Schublade. Letzte Woche hatten wir doch eine Voodoo 3 erstmal am Laufen. Das ist eine Voodoo 1 hier. Innovision. Innovision DX. DX 5000. Mighty FX 6M. Könnte 6 Megabyte, wenn sie denn verlötet wären. Ja. Voodoo Graphics. Diamond Monster 3D, Voodoo Graphics. Loop-Through, dickes, war bei den Monstern dann auch meistens dabei. Das sieht doch gut aus hier. Haben wir mal ein Voodoo 2 SLI-Paar. Creative, hä? Huh? Ja, CT6670. Mit selbstgebauten Scanline-Interleaving-Kabel. Die könnte ich dem Jimbo dann nochmal reinmachen. Vielleicht läuft dann Warcraft auch auf den Voodoos wieder. Ja, also ich habe noch ein Voodoo 2 SLI-Pärchen. Die mit den blauen SMDs. Ah, die sind so süß. Und so fallen so ins, schießen so ins Auge. Voodoo 2 SLI ist schon brutal, ey. Faster, harder, Warcraft. Ja, es wird super eklig auf deinem Retro-PC, so oder so. Mit der ACS ist es schon total fies. Und mit Voodoo 2, ja, naja, ne? Man ist Kummer gewohnt. Aber das können wir mal ausprobieren, ja. Hatte ich das doch noch richtig im Kopf? Und noch zwei Voodoo Graphics-Kärtchen. Nice. Ja. Leider ist mal bei meiner Rush ja irgendwie der 2D-Chip kaputt oder so. Irgendwas war da. Aber ja. Super. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Meine Nacht wird kurz, aber hat Spaß gemacht. Das ist das, was zählt, oder? Bei SLI das doppelte Klicken. Das wäre gut, ja. Klack, 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 klack. Und außerdem haben wir den hier schön frisch gemacht. Das finde ich super. Finde ich richtig gut. Das war nochmal ein Leistungsboost. Er hat nämlich schon mit dem Gedanken gespielt, seinen Barebone einzupacken. Müsste ein Athlon XP sein, glaube ich, mit einer... Ich habe ihm damals meine Elsa Gladiac vermacht. War das eine Gladiac?
GeForce 256 DDR oder so. Oder ein GeForce 2 sogar. GeForce 2 GTS, ich weiß nicht genau. Die habe ich ihm vermacht extra, weil er die damals auch hatte. Und er hat dann mit dem Gedanken gespielt, dann vielleicht kriegt er ans Rennen und so. Und dann meinte ich, ja, okay, dann können wir vielleicht vor Ort Platte klonen. Kurz Chipsatztreiber drauf, damit du komplett auf dem Stand bist von den Patches her. Ah, ein bisschen viel Aufwand, ne? Ja, wir können ja mal gucken. Gucken wir einfach mal. Und dann dachte ich mir, komm, ey, dann guckst du mal, was bei der Kiste noch geht, nachdem ich ins Handbuch geschaut habe beim Zuzzle. Dachte mir, komm, die Dip-Switches setzen, dann passt das. Und da müsste da auch 133er CPU gehen. Dann ist da noch mal ein bisschen mehr Dunst unter der Haube. Und das ist jetzt der Fall. Und dann noch Front-USB-i-Tüpfelchen. Very nice. Bin happy. Schön. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, schönen Donnerstag. Gladiac war schon GeForce 2. Ich meine, es wäre eine Gladiac gewesen. Ja. Ich meine, es wäre eine Gladiac gewesen. Habt eine erholsame, ekliges Wetter. Könnt von mir aus gerne mal wieder ein bisschen frischer werden. Schüssikowski, Razer X2. Könnte auch eine X2 sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Blake, danke für den Follow. Bis zum nächsten Mal. Also Samstag dann, spätestens. Falls ich es vorher nicht mal in den Racing-Keller schaffe oder sowas. Ciao!